Gut. Ihr Lieben, ich überlege, wie machen wir das jetzt am schlausten? Gehen wir die einfach nach der Reihenfolge durch? Ja, ich glaube schon. Ich will mal ganz kurz was schauen. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal in die Bilder rein und schauen da einfach mal ganz grob durch, was wir da jetzt alles so zu Gesicht bekommen. Bin dabei. Das ist doch schon mal sehr schön. Perfekt. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach darüber. Wie gesagt, Spoilerwarnung jetzt. Spoilerwarnung, 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 Spoilerwarnung. Zu Godzilla Kong, The New Empire. Wir gehen jetzt rüber in die Bilder und schauen uns das Ganze mal an. Zuallererst bekommen wir dieses Bild hierbei zu sehen. So, wie gesagt, vielleicht gibt es bei euch den einen oder anderen, der oder die diese Bilder schon kennt, schon gesehen hat. Das hier ist ein Bild von Skilla. Das haben wir jetzt so ähnlich auch schon gesehen im Chinese-Trailer. Dieses Bild wurde allerdings schon geleakt, bevor der Trailer rausgekommen ist. Was wir jetzt hier auch sehen können, ist im Hintergrund erstmal dann dieses Wasserzeichen und hier dann eben, dass hier noch wie nennt man das denn? Der Intro-Text quasi eingeblendet wird. Na, deswegen weiß man eben, okay, die ganze Nummer hier spielt am Anfang vom Film. Da wird dann eben noch der Producer eingeblendet und der Hauptdarsteller und alles drum und dran. Und das ist dann eben der Beginn der ganzen Nummer. Was ist das Lilane? Was für das hier meinst du? Das ist, glaube ich, einfach nur ein Bildfehler. Das hat jetzt, oder ist es das Blut von Skilla? Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall jetzt nichts mit irgendeiner Verwandlung zu tun oder ähnlichem. Das wird einfach noch ein relativ klassischer Kaiju-Kampf werden am Anfang. Wie man ihn eben auch kennt aus Godzilla 2014 und King of the Monsters und eben dem ganzen Kram. Genau. So, dann haben wir dieses Bild hier. Das kennt der ein oder andere von euch auch schon. Ist eben Godzilla, der auf einem Berg steht. Man geht davon aus, dass das Ganze jetzt hier auch in Rio spielt. Und dass er jetzt eben hier in Rio einfach auf dem Berg oben steht. Das sind jetzt alles hier auch Bilder, die die habe ich auf Instagram schon mal gepostet gehabt, beziehungsweise schon mal in der Story drin gehabt. Und ja, eben in der Godzilla Evolved Form. Was uns eben auch annehmen lässt, dass Godzilla relativ früh in die Evolved Form kommt. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Dann haben wir nämlich hier noch das Bild, wo Godzilla springt. Eben von dem Berg, auf dem er eben gerade drauf ist. So, und da muss ich ganz kurz nochmal was gucken. Das wird jetzt auch chronologisch jetzt hier richtig durchgehen. Ach genau, Moment. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Diese Bilder brauchen wir natürlich auch noch. Und irgendwo hatte ich aber noch. Okay, es gab auf jeden Fall noch ein Bild, wo wir sehen, wie Godzilla da runterspringt. Ist jetzt aber auf jeden Fall irgendwie weg. Macht aber nichts. Ist quasi einfach nochmal dasselbe Bild jetzt gewesen, selbe Ausgangssituation, nur dass man quasi das Ganze von weiter hinten sieht, dass quasi ein weiterer Shot ist, wo man auch ein paar Häuser sieht. Und ich meine, das sollte Rio sein. Ja. Dachte mir zuerst, die Bilder sind fake. Nee, die tatsächlich nicht. Dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Bild. Was haben wir denn da? Mothra. Genau. Der große Reveal, den sie jetzt ja aber auch schon im Trailer angekündigt haben, eigentlich auch schon im ersten Trailer wurde das Ganze ja gezeigt, wo wir in Gias Augen blicken konnten. Mothra ist definitiv im Film mit dabei. Und es gab jetzt hier auch schon die ersten YouTuber, die dieses Bild hier auseinandergenommen haben, und gesagt haben, dass es hier bestimmte auffällige Änderungen bei Mothra gibt. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das jetzt stimmt. Mir ist es auf jeden Fall nicht aufgefallen. Und ja, ich habe davon ein Facebook-Bild gesehen, wie Godzilla dort runterspringt mit zwei Äxten. Ja, das war fake. Das war fake. Wo du quasi von hinten siehst, wie er dann zwei von Kongs Äxten in der Hand hat. Das Bild war tatsächlich fake. Aber das war ja auch offensichtlich fake. Das war ein Witz gewesen, das Bild. Das war ein Joke. Jetzt kommen wir zu einem Bild.
Wo wir im Trailer den klassischen, wir verarschen euch bei einer Szene Moment hatten, wie auch bei Spider-Man No Way Home zum Beispiel, wo man ja gesehen hat im Trailer, wo nur Tom Holland Spider-Man auf die drei Bösewichte zuspringt und später im Film waren es aber einfach alle drei Spider-Man, die waren eben einfach nur für den Trailer digital entfernt worden, beziehungsweise noch nicht eingefügt gewesen. Und das haben wir jetzt auch hier in dem Trailer gehabt, in der Szene, in der Godzilla und Kong in Ägypten sind. Die Szene kennen wir. Und Mothra tauchte auf. Und Mothra ist tatsächlich dafür da, um den Kampf zwischen diesen beiden Titanen zu schlichten. Die ja eben einen Kampf anfangen. Aufgrund dessen, dass Godzilla eben einfach auch spürt, dass da eine gewaltige Gefahr auf ihn zukommt. Er merkt, dass Kong wieder aus der Hohlerde rauskommt. Und dann passiert dann erstmal ein kleiner Kampf in Ägypten. Und Mothra muss das Ganze eben schlichten. Was würdet ihr sagen, und ich weiß es wirklich nicht, ich habe keine Ahnung, wie würdet ihr das Ganze finden? Oh Gott, was wäre, wenn Kong jetzt in der Revanche gegen Godzilla in der Evolved-Form, wenn Kong in diesem Kampf die Oberhand hätte? Es wäre eine Sache, die auf jeden Fall gemacht werden könnte, um eben jetzt die ganzen Kong-Fans, also alle beide Kong-Fans, irgendwie zu besänftigen. Einer davon ist Eve. Nee. Was wär denn doch? Ja. Es wurde sogar hier unten, das weiß ich aber nicht mehr. Es ist irgendwo hier unten. Das könnt ihr jetzt gar nicht im Bild sehen, warum nicht? Hier ist auf jeden Fall eine Zeitangabe. Da steht 05184808. Da hat auch mal ein YouTuber versucht herauszufinden, was das für Zahlen sind und was die jetzt sagen, wann das hier im Film passiert. Ich weiß es aber nicht mehr. Es war auf jeden Fall nicht 18. Minute, 48. Sekunde. Der hat das irgendwie ganz komisch erklärt. Also der hat da wirklich, keine Ahnung, was weiß ich, was da für eine Theorie bei rausgekommen ist bei der ganzen Nummer. Wäre unlogisch, weil Godzilla hat ohne Evolved-Form schon gewonnen. Das ist natürlich richtig, aber da hat Kong diesen Power-Handschuh auch noch nicht gehabt. Ich glaub's auch nicht. Ich glaube aber, die beiden werden sich schon relativ ähnlich einschenken. Vielleicht hat Godzilla wieder die Oberhand im Endeffekt. Auf jeden Fall wird Mothra den Kampf unterbrechen. Ich habe noch gar nichts davon gesehen, nein. Ich habe noch null davon gesehen. Ich habe mir nur von jemandem, der den Film gesehen hat, in einer nicht Pressevorführung, sondern Testvorführung. Genau. Da habe ich halt ein paar Fragen beantwortet bekommen zu dem Film. Und das sind übrigens auch Clips von da. Auf dem Bild sehen die so gleich groß aus. Ja, du hast nachher nochmal ein bisschen. Es gibt hier ein paar Bilder, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Da hast du auf dem einen Bild das Gefühl, dass ein Titan extrem groß ist und auf dem nächsten Bild denkst du dir wieder, ach nee, doch nicht so krass. Das ist wahrscheinlich vom Kamerawinkel her einfach. Du hast jetzt ja hier die Kamera auch so ein bisschen von unten. Godzilla ist schon größer als Kong. Ja, jetzt nicht extrem viel größer, aber der ist halt schon größer als Kong. Definitiv. Ja, kommen wir jetzt hier zur Lösung, was es mit Shimo auf sich hat und was es mit Shimos Größe wirklich auf sich hat. Warum sind eigentlich Godzilla wie ein Lauch? Sieht Godzilla aus wie ein, findest du? Inwiefern? Wir bleiben aber bei dem Bild hier. Dieses Bild hier zeigt uns jetzt wirklich mal im Vergleich, wie krass riesig Shimo einfach ist. Im Vergleich zu Godzilla. Wir sehen jetzt hier das hier oben. Seht ihr, das ist die Öffnung von Godzillas Maul. Dem sein Maul passt nicht mal halb um den Hals von Shimo rum. Ja, Shimos gesamter Kopf versinkt quasi in Godzillas komplettem Brustbereich. Das ist schon wirklich gewaltig. Er sieht schlanker aus. Das kann ruhig, ja, das kann doch sein. Aber ich finde trotzdem vom Design her ist das schon ziemlich krass.
Godzilla sieht schlanker aus, aber man hat sich auch bei Godzilla 2014 noch darüber beschwert, dass er zu fett aussehen würde. Ich finde, der sieht trotzdem krass aus. Keine Ahnung, also mir gefällt es eben einfach. Und ich glaube, dass Godzilla uns hier auch wirklich, wirklich überzeugen wird in dem Film von dieser reinen Power, die er da ausstrahlt. Shimo wird wahrscheinlich ein bisschen krasser werden noch. Ach, Shimo sieht so toll aus, aber ich finde Evolved Godzilla mega geil. Hast du etwas von 2000er Godzilla? Ja, definitiv. Und gerade jetzt hier in dem Bild sieht man das, ne? Wenn die Zacken nicht so komplett leuchten, sieht der wirklich aus wie der 2000er Godzilla. So einigermaßen halt. Ne? Das Design ist immer noch anders, aber das sieht schon relativ nah dazu aus. Und hier sehen wir dann eben aber auch, dass diese Zacken, das sind die ganzen Kristalle eben hinten bei Shimo. Aber das Vieh ist schon gewaltig auf jeden Fall, ne? Man guckt, hier fängt ungefähr jetzt der Schwanz an, schätze ich mal, hier hinten dran. Das heißt, ab hier, wo ist meine Maus? Ja, ab hier kann man ungefähr davon ausgehen, dass das hier einfach Shimos reine Körpergröße ist. Das alles hier. Das ist schon echt krass. Also von dem Gesamtmassigen ist das schon wirklich gewaltig. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, es gibt Momente, wo die Viecher wirklich auf Bildern extrem gewaltig aussehen. Und dann gibt es wieder andere Bilder, wo die einfach kleiner aussehen. Wir kommen jetzt zu einem Bild, wo ich gesagt habe, ey, stellt euch mal vor, wir bekommen so einen Kampf, wo Kong auf Godzilla reitet und Scar King auf Shimo. Wie trashig das einfach wäre. Das hier passiert quasi kurz nach der Szene, wo wir ja sehen, wie Godzilla und Kong so aus dem Boden der Hohlerde rauskommen, wo Godzilla das erste Mal so richtig gerannt ist, wo Leute auch schon wieder rumgeheult haben. Das sieht ja so komisch aus. Und dann greift Kong die Schuppen von Godzilla, springt auf ihn drauf, reitet auf ihm. Scar King macht dasselbe bei Shimo und dann springen die beide einfach aufeinander zu. Und dann kommt das, was wir eben gerade im Trailer gesehen haben. Dann schlägt Kong Scar King mit dem Elektrohandschuh einfach voll in die Fresse und es gibt so eine kleine Explosion und die beiden fliegen einfach links und rechts weg. Ich dachte auch erst, das Bild wäre fake. Ich hätte auch schwören können, das Bild wäre fake. Aber nein, das ist wirklich echt. Es wird im Film natürlich ein bisschen krasser aussehen und das wird so ein Zeitlupenshot werden. Wie trashy kannst du es halt noch machen, aber scheiß doch einfach drauf. Also das wird auf jeden Fall so ein kurzer Zeitlupen-Shot oder zumindest ein bisschen langsamer der Shot, wo die beiden halt aufeinander zuspringen und sich dann prügeln und dann eben auch die anderen beiden Viecher unten nochmal prügeln. Sorry an alle, die es cool finden, wenn Godzilla springt, sieht es so beschissen aus. Ja, wie gesagt, aber Leute heulen auch rum, wenn er rennt. So, was wollten ihr sehen? Dass der einfach nur steht und macht. Dann müsst ihr in, keine Ahnung, geht nach Universal Studios. Da gibt es so eine Figur von dem. Da steht der nur rum, bewegt sich nicht. Und der alte Toho-Zilla konnte Dropkick. Stimmt. Auf dem Schwanz sogar. Auf dem Schwanz. Ja. Wunderschönes Bild. Das wird auf jeden Fall so ein Shot werden. So ein typischer Money-Shot. Und eigentlich ist es wunderlich, dass man diesen Shot hier nicht einfach komplett in den Trailer schon gepackt hat. Das ist so ein typischer Shot wie der aus Jurassic World Fallen Kingdom, wo der T-Rex einfach den Carnotaurus am Boden hat und der Vulkan geht in die Luft und Rexy schreit nochmal bedeutungsschwanger ins Irgendwo. So ein Ding wäre das ja eigentlich auch gewesen. Aber sie wollten halt Shimo unbedingt geheim halten, was halt null funktioniert hat, ne? Also gerade bei den Godzilla-Filmen, auch schon bei Godzilla vs. Kong, ist das wirklich, wirklich überhaupt nicht gelungen, da irgendwas geheim zu halten. Sollte Scar King nicht, was, 100-mal, nee, auf gar keinen Fall, warum das denn? 100-mal größer. Du musst doch nicht alles glauben, was man, du hast ihn doch schon gesehen im Vergleich zu Kong. Die haben doch schon einen Kampf miteinander gemacht in der Hohlerde. Es fehlt nur noch Vin Diesel, ey. Ja, das ist, ja, okay. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus, finde ich. Der Shot ist auf jeden Fall sehr cool in der Stadt. Und wir werden auch auf jeden Fall, werden wir voll das Größenverhältnis in diesem Film verlieren.
Ich zeige euch gleich nochmal warum. Ganz das letzte Bild. Das letzte Bild ist das aktuellste Bild, was erst heute veröffentlicht und geleakt wurde. Das kommt aber erst ganz zum Schluss. So weit sind wir jetzt noch nicht, ne? Also machen wir erstmal weiter. Das hier ist Tiamant. Ja. Was hat's mit Tiamant auf sich? Der sieht eigentlich so aus. ist auch keine Blume. Ich dachte erst, der sieht aus wie so eine, ja, wie so, wie Biolante, irgendwie so eine Variante. So ist er eigentlich. Und so ist er jetzt hier im Film. Ich weiß nicht, wie er diese neue Form angenommen hat, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Godzilla seine neue Evolved-Form bekommt, nachdem er gegen Tiamant gekämpft hat. Er absorbiert quasi irgendwie die Energie. Ob er ihn tötet, weiß ich jetzt auch nicht. Aber er nimmt auf jeden Fall diese Energie auf und dann kommt er langsam in diesen Verwandlungsstatus eben rein. Aus diesem Grund haben wir auch eben gerade im Trailer gesehen, wie Godzilla neben einem U-Boot herschwimmt. Und vor dem U-Boot hat irgendwas so geleuchtet. Das war Tiamant gewesen. Und Godzilla greift dann eben Tiamant an, das U-Boot, oder die Leute im U-Boot haben quasi mitbekommen, okay, da ist jetzt noch so ein Kaiju, haben das ausfindig gemacht, dann greift Godzilla aber Tiamant an und absorbiert dann quasi die Energie von Tiamant. Warum ist er so drauf? Weil Godzilla und Shimo kennen sich schon aus der Vergangenheit. Deswegen hat Godzilla tierisch Panik davon, als er mitbekommt, dass diese Energie, diese Kraft wieder erweckt wurde oder quasi wieder aufgeflammt ist. Und deswegen fängt dann Godzilla an, einfach ganz radikal seine Verwandlung weiter abzugraden. Und da gibt's von Adam Wingard auch so eine geile Aussage, der gemeint hat, dass Godzillas Verwandlungen in dem Film, das wird wie so eine Trainingsmontage werden. Also er wird dann quasi, er hat ja mehrere Verwandlungen in dem Film. 3, glaube ich, bis er dann zu Evolved wird. Oder sogar nur 2. Ja, irgendwie auf jeden Fall wird er nicht direkt zu Evolved im Endeffekt. Und ja, das hier ist dann quasi die Variante, wie er dann zum Schluss zu Godzilla Evolved wird oder relativ in der Mitte, Anfang vom Film, also nicht am Ende erst. Und ich habe mir auch schon gedacht, weil ich weiß auch nicht, wie Godzilla in diesem Film zu dieser blau leuchtenden atomaren Variante wird. Allerdings wurde er das auch schon mal im Comic. Den habe ich aber auch nicht gelesen. Das heißt, ich glaube nicht, dass Tiamant für beide Evolutionen verantwortlich ist. Bei der hier weiß ich es auf jeden Fall. Ob er jetzt dann davor noch zum Blauen wird und ihn danach einfach nochmal angreift, wäre ein bisschen asozial. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann ich auch nicht sagen. Aber das wird auf jeden Fall noch ein sehr cooler Kaiju sein. Und Tiamant ist von der Länge her ungefähr so lang wie Shimo, ist aber halt eigentlich nur so ein, der ist wie so ein Wasserwurm im Endeffekt. Der ist halt einfach nur so eine Wasserschlange, passt, glaube ich, ganz gut. Eine Wasserschlange ist er. Genau. Ja. Das haben wir noch. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Eventuell durch Skiller, habe ich auch gedacht, ja, dass er vielleicht deswegen Skiller angreift. Aber warum sollte er dann dadurch diese Fähigkeit bekommen? Es kann sein, ich weiß es wirklich nicht. Dieses Bild hier. Ich habe vorhin gesagt, Achtung, Spoiler. Wir gucken mal ganz kurz, was das jetzt hier uns zeigt. Wir sehen jetzt hier einmal Zuko. Deswegen habe ich auch eben gerade gesagt, das wird gleich nochmal ein bisschen krasser verdeutlicht, dass wir in diesem Film auf jeden Fall die Realität zu Größen verlieren werden. Zuko ist ja ein relativ kleiner Kaiju. Kleiner Titan, ist ja noch ein Kind, ne? Zuko ist einfach schon mal so groß wie so ein Hochhaus ungefähr in Rio. Bisschen größer. Und er hält hier Kongs Axt. Wenn wir hier mal hinschauen, hier vorne sehen wir ja wie so eine Spur der Zerstörung quasi da so durchrauscht, ne? Und das, was wir hier, ihr seht's nicht, wieso seht ihr es nicht? Moment. Jetzt seht ihr es. Entschuldigung. Deswegen habt ihr auch die Zeit vorhin nicht gesehen, von der ich geredet habe, weil das Bild nicht richtig in der Mitte war. Okay. Das hier unten. Seht ihr dieses Ding hier? Das ist der Kristall. Der Kristall von Scar Kings Peitsche. So, ich
hab nicht nachgefragt, dass wirklich jetzt so stimmt, was ich da für eine Theorie dazu hab. Ich sag nur so, dass ich diese Frage oder die Aussage, die ich euch jetzt weitergebe, auch so gestellt habe an die Person, die den Film schon gesehen hat. Mir wurde allerdings weder Ja noch Nein dazu gesagt, weil ich es halt nicht unbedingt wissen wollte, ob das wirklich der Fall ist. Ich gehe davon aus der Reaktion, dass ich damit nicht komplett falsch liege, was ich jetzt erzähle. Deswegen, das kann jetzt der ultimative Spoiler werden, muss es aber eben nicht. Dieses zerstörte Ding hier vorne, das kommt scheinbar, wie wir das jetzt erstmal sehen, entweder von Kongs Axt oder eben von Zuko, ne? Die da eben einmal so durchgerauscht sind. Ich hatte die Theorie, dass dieses Bild zeigt, dass die Peitsche von Scar King hier einmal eingeschlagen ist und dass Zuko dann mit Kongs Axt diesen Kristall, den hier, von der Peitsche abgeschlagen hat. Und dass das hier quasi der Moment ist, in dem Shimo von der Kontrolle von Scar King befreit wird. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine klare Antwort bekommen. Ich kann nur sagen, von der Reaktion her, das war so ein verschmitztes Grinsen, wo ich mir denke, entweder bin ich komplett auf dem Holzweg oder es ist nicht so viel falsch daran, wie man vielleicht denken könnte. Also ich gehe davon aus, dass Zuko hier mit der Axt den Kristall von der Peitsche abschlägt. Aus irgendeinem Grund, was mit Kong ist, keine Ahnung, ob er sterben wird. Ich gehe davon aus, dass er nicht sterben wird. Dafür haben sie jetzt erstmal zu viel investiert, um ihm den Handschuh noch zu verpassen für neue Merchandise-Spielzeuge. Es gibt die Theorie ja, dass beide hier irgendwie draufgehen. Also dass hier sogar Kong als auch Godzilla irgendwie bei sterben können und dass wir dann eben den Nachwuchs davon bekommen. Das mit Duck glaube ich nicht mehr, weil Zuko versus Duck, was für ein beschissener Name wäre das denn? Ich glaube, die beiden überleben im Film. Ganz einfach. Aber es könnte einfach sein, dass sowohl Kong als auch Godzilla halt tierisch auf die Fresse bekommen und dass wirklich auch Godzilla nicht in der Lage ist, Shimo zu besiegen. Dass Shimo einfach so mächtig ist, dass Zuko diesen Kampf nur so beenden kann, indem er halt irgendwie dazukommt, diese Peitsche auseinanderzuschlagen. Mit der Axt von Kong. Ich glaube auch, dass Shimo tatsächlich am Ende gut wird. Muss man dann aber nur gucken, dass Shimo nicht irgendwie dann zu krass ist. Weil wenn du jetzt dann wirklich im kommenden Film hast du dann einfach einen Shimo oder eine Shimo. Du hast Godzilla evolved und noch Kong mit seinem komischen Handschuh. Dann werden die ein bisschen zu krass, um dann einen gescheiten Gegner einzuführen, glaube ich. Deswegen, da muss man mal gucken, wie man das Ganze jetzt wirklich am besten handelt. Godzilla muss mächtig sein. Ja, aber es wird langsam ein bisschen viel. Also, die müssen halt gucken, dass der nicht zu krass wird. Du willst ja auch ein bisschen Spannung in einem Film haben. Finde ich zumindest. Was haben wir noch? Ja, jetzt kommen wir zur wichtigsten Szene. Die ist nämlich heute geleakt worden. Was Größenverhältnisse angeht. Für alle, die gesagt haben, ja, Shimo ist ja niemals so riesengroß, das gibt's überhaupt nicht, das kann überhaupt nicht sein. Dieses Bild wurde heute geleakt. Und das zeigt uns, wie Kong, man sieht jetzt hier nicht ganz so gut, das sind auf jeden Fall Kong und Zuko, die über ein Skelett eines, keine Ahnung, was es sein soll, drüber laufen. Was auch immer das hier für ein Vieh ist, oder gewesen ist, dagegen ist sogar Shimo ein Scheißdreck. Und ich könnte wetten, dass man darauf im Film nicht eingeht. Ich glaube, das wäre wirklich nur so eine Szene, wo die beiden einfach drüber laufen. Ich glaube, wir erfahren nicht, was das mal war. Ja, auf jeden Fall sehen wir jetzt aber hier auch, wie Kong von dieser einen Seite der Hohlerde, wo ja alles noch schön und grün ist, ne? Wie sie dann quasi auf die andere Seite rüberlaufen, wo auch dann diese ganze Lava und sowas runterkommt. Und da gibt's auch eine nette Theorie, die sagt, dass Shimo zum Beispiel auf dieser Seite hier drüben eingesperrt ist, weil Shimo ist ja ein Eiswesen und hier ist alles mit Lava voll. Ihr versteht, dass man da mit Shimos Macht irgendwie auch noch so ein bisschen drosseln kann. Ja,
ist noch so eine Theorie, die dann irgendwie aber nicht mehr standhält, wenn dann Shimo und Scar King später an der Oberfläche sind. Ach, vielleicht ist damit irgendwas, hat es irgendwas auf sich. Shimos Vater vielleicht, Shimo ist noch ein Kind, das wäre auch krass. Aber Shimo ist ja angeblich der allererste Titan gewesen. Vielleicht war das auch irgendwas ganz anderes. Vielleicht, ich habe wirklich keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Ich schätze, man wird es im Film aber nicht erfahren. Ist meine Vermutung. Ja. Eins haben wir noch vergessen. Das erkläre ich einfach nur mal ganz kurz. Das ist der Knabe hier. Den haben ein paar von euch auch schon mal gesehen. Der wird nicht im Film vorkommen. Das hier ist tatsächlich ein Bild quasi von einem Testlauf gewesen. Das hat man auch so nicht in der Testversion gewesen, die manchen Leuten gezeigt wurde. Dieses Vieh ist einfach nie da gewesen. Sollte aber ursprünglich ein Teil vom Film sein. Und dann wurde aber eben gesagt, nee, das ist, das passt irgendwie nicht so ganz rein. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Pokémon. Und laut Gerüchten sollte anstatt Mothra dieses Ding hier drin sein. Es hat auch irgendwie schon einen Namen gehabt. Ein paar von euch kennen den. Scheinbar ist das Ding einfach gegen Mothra ausgetauscht worden dann später im Verlauf der Geschichte. Sieht aus wie Monarch. Monarch ist eine Firma. Oder gibt es auch einen Kaiju, der so heißt? Was? Potsphera. Das ist auch schon ein Name, den man vielleicht nicht unbedingt laut aussprechen sollte. Phosphera. Phosphera hört sich ja wieder geil an als Potsphera. Bin mir aber nicht mehr sicher. Die Serie, was war denn, war sowas in der Serie Monarch drin? Nee. Nicht mal ansatzweise, oder? Jetzt die Bilder, warum das YouTube aufgeht. Ich hab voll Schiss, das jetzt zu zeigen, das Bild. Wir machen es aber einfach trotzdem, komm. Wie gesagt, die Videos jetzt hier werden eh nicht auf YouTube erscheinen. Das bleibt jetzt hier für die nächsten 3-4 Tage. Oder wie lange Twitch auch immer Videos speichert, ich weiß es gerade gar nicht. "36.170 Follower sind wir jetzt. Da hat's aufgehört. Da hat aber jemand ordentlich Geld in die Hand genommen, nur um zu versuchen. Ich glaube, der Versuch ist gewesen, dass der Stream abkackt, wenn da so viele Follower reinkommen. Hat nicht so ganz funktioniert, ne? Ja, war wahrscheinlich irgend so ein Vollversager, der einen kleinen Einschank von mir bekommen hat auf dem einen Video. Naja, gut. Gehen wir jetzt einfach mal zum letzten Bild. Komm, wir machen da jetzt auch kein übergroßes Geheimnis draus. Haben wir lang genug gemacht jetzt. Ein paar von euch wissen es schon. Oh Gott. Ich kann euch aber auch erklären, wo das Bild ist oder wo das Bild stattfindet. Seid ihr bereit? Wartet mal. Es hat sich eben gerade noch einer beschwert wegen der Werbung. Ja, wir warten gerade mal noch 40 Sekunden und dann zeige ich euch das Bild. Und auch das Bild, was ich dann danach noch daraus gemacht habe. Es ist halt wirklich so dumm. Was willst du machen? Also, ich erzähle erstmal ganz kurz die Geschichte, für die es noch nicht wissen, was da passiert ist. Ich habe ein Bild zugespielt bekommen, das war noch bevor Trailer 2 draußen war, genau. Da habe ich nämlich sogar noch gesagt, ey, wenn dieses Bild jetzt in Trailer 2 dabei ist und die sperren mich einfach kurz vorher, wird das wirklich eine asoziale Aktion. Aber nein, die wollten ja einige Dinge sehr geheim halten. Und ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dieses Bild in ein Video hochzuladen.
Ja, es ist so ein Unterschied, wenn du irgendwas live zeigst, zum Beispiel auf Twitch werden Dinge eher toleriert, weil die halt dann nicht permanent online sind. Auf YouTube sind die halt wesentlich strenger, was auch Sinn ergibt, weil da hast du halt die Videos ja permanent online. Das soll eben nicht so sein. Deswegen kann ich jetzt auch hier einfach mal zeigen, und zwar handelt es sich dabei um folgendes Bild. Um das hier. Tatsächlich. Mit der Aussage oder mit dem Hinweis, dass wir hier hinten noch sehen, wie Scar King auf Shimo reitet. Das habe ich schon zu einem Zeitpunkt erzählt, wo das einfach noch überhaupt nicht ansatzweise in Gedanken drin war, dass das so abläuft. Und das hat eben, naja, dann dafür gesorgt, was dann eben passiert ist. Und kurz danach war ich war nicht kurz davor, das stimmt nicht. Aber ich habe mir einfach nur gedacht, mein Grundgedanke ist einfach nur gewesen, weil ich auch aktuell so an meinem Dinosaurierbuch noch schreibe, ne? Und ich habe mir einfach aus reinem Zorn dann gedacht, ey, stell dir einfach mal vor, die sperren dir jetzt wirklich den Kanal. Die machen den komplett dicht und dann kommen die so in 4-5 Jahren an und fragen dich, ey, kriegen wir die Rechte, dein Buch zu verfilmen? Und wenn das passiert, dann würde ich denen einfach dieses Bild hier schicken. Achtung! Das war der Plan. Es hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Im Nachhinein war es ja meine eigene Schuld gewesen, tatsächlich. Ja. Das hattest du ja in einer Instagram-Story. Genau. Auf Instagram in die Stories ist nämlich auch so ein Ding. Da wird sowas eher toleriert, weil auch Instagram-Stories eben auch nur für 24 Stunden online sind und nicht länger. Deswegen, wenn man sowas eher mal live bespricht, da ist gerade Twitch ist da relativ tolerant, wenn man es eben jetzt nicht übertreibt, aber halt in Video reinzupacken, dieses Bild, oder nicht dieses Bild, sondern dieses Bild in Video reinzupacken und dann eben auch noch die Spoiler dazu zu erklären, war halt das Dümmste, was ich jemals machen konnte. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, deswegen war es auf jeden Fall fair gewesen, dass Warner da gesagt hat, du Trottel, kriegst du erstmal einen reingewirkt und die Strikes sind jetzt auch abgelaufen, also wird es morgen wieder hochgeladen. Spaß. Ja, und das war der Grund, warum es dann da einfach mal kurz zu kleinen Diskrepanzen gekommen ist. Wie gesagt, auch vollkommen zu Recht von meiner eigenen Schuld. Da habe ich es dann auch selbst ein bisschen mit verkackt. Gut, ansonsten, wir hätten noch die eine Szene, eine komplette Szene, ein Ausschnitt aus dem Film, die ebenfalls geleakt wurde, in der uns gezeigt wird, wie jetzt Kong wirklich seinen Zahn verliert. Wenn ihr da noch Interesse dran habt, können wir uns die auch nochmal anschauen. Die findet ihr ebenfalls auf YouTube. Bin ich da wieder rausgegangen? Das war die Szene hier, obwohl ich da auch nicht genau weiß, ob die wirklich nur geleakt wurde oder ob die inzwischen einfach so veröffentlicht wurde. Lustigerweise hat nämlich auch wirklich einfach Japan hat wohl andere Erlaubnisse, was den Film angeht, als wir in Europa. Deswegen durften die auch in ihrem ersten einzigen exklusiven Trailer einfach schon mal Shimo zeigen. Ich weiß es halt nicht. Wir gucken da jetzt auf jeden Fall mal rein. Die Szene mit dem Zahn ist so geil, lese ich jetzt hier gerade. Ja, weiß ich halt nicht. Wir gucken da jetzt echt mal rein. Ich fand die zu dem Zeitpunkt, wo ich die gesehen habe, eher so ein bisschen enttäuschend. Wir gucken da jetzt einfach trotzdem mal rein. Wahrscheinlich wegen der Toro-Lizenz, vermute ich. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß es halt echt nicht, warum die das dürfen. Warum das hier und da erlaubt wird und dann da und da wiederum nicht. Das weiß ich halt echt nicht. Okay.
Dann letzte Spoilerwarnung, bevor wir da jetzt reingehen und uns diesen Clip noch gemeinsam anschauen. 3, 2, 1 und wir switchen nochmal rüber und gucken uns diese Szene hier nochmal an. Und auf geht's. Ja, das war es im Endeffekt auch schon. Ich ist ein bisschen trashig und ich muss sagen, ich habe da echt, ich dachte echt, da geht ein bisschen mehr ab. Ist natürlich cool, dass auch dann da irgendwie dann die Titanen irgendwie auch so Zahnprobleme haben und das sind dann halt so, keine Ahnung, das sind halt irgendwie auch so Standardproblemchen, alles drum und dran. Dass man das dann damit nochmal ein bisschen einführt. Aber ich hätte es jetzt halt auch nicht unbedingt gebraucht. Aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum Kong einen Metallzahn hat. Das heißt, nein, der Zahn, der da ausgeschlagen wird, ist wirklich der Zahn von Scar King, den wir im Trailer gesehen haben. Die haben nicht, das siehst du vielleicht im Film noch. Vielleicht zeigen die es aber auch gar nicht erst, weil du dir sowas selber denken kannst. Ich habe keine Ahnung. Es gibt mir ein paar Mac 2 Vibes. Oh, Mac 2 war aber extrem scheiße gewesen. Das sind schlechte Vibes, die du da kriegst. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Dass der Film eher in diese Vibe-Richtung geht, das glaube ich aber auch nicht. Ja, nee, die Szene passiert wirklich so im Film. Ja, das habe ich gedacht, in einem Video habe ich das mal gesagt, meinst du, ne? Das habe ich mal in einem Video gesagt, ja. Das dachte ich auch, da war ich von überzeugt, aber jetzt haben wir halt gesehen, das ist eben nicht so. Er bekommt den Zahn nicht ausgeschlagen, sondern eben einfach rausgezogen und der Zahn, der ausgeschlagen wird in Rio, ist eben der von Scar King. Ja, ist jetzt so ein kleines Detail, was den Bock aber auch nicht fett macht im Endeffekt, ne? Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Das waren jetzt hier alle großen Leaks, die Trailerbesprechung. Und da würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Stream wieder. Euch noch einen schönen Abend und bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.